Auf Punk Hazard haben wir einige Rätsel aufgetischt bekommen, die bis heute noch nicht komplett geklärt wurden. Zum einen ging es natürlich um die Smite-Teufelsfrüchte, die so langsam aber sicher in Wano Kuni aufgeklärt werden. Wir wissen, dass es einige gibt, die Smite-Teufelsfrüchte essen, aber dabei keine Fähigkeit erlangen und sogar lachen müssen. Zu diesen Charakteren gehört sogar Killer, ein Crewmitglied von Eustace Captain Kidd, und dieser hat eine sehr schräge Lache, die selbst Zoro niemals vergessen wird. Er sagt: "Nicht viele haben solch eine Lache wie du zu Killer", und das ist natürlich kein Kompliment an der Stelle. Ansonsten sind die vielen Smile-Nutzer jetzt auch nichts Besonderes. Die meisten Fähigkeiten, die sie bekommen, sind eigentlich auch nicht so sinnvoll. Wir haben Dobon zum Beispiel im Udon-Gefängnis gehabt, der sich selber umgebracht hat. Also das Nilpferd hat ihn wirklich aufgegessen, obwohl er ja aus ihm bestand. Und diese Smile-Teufelsfrüchte waren jetzt bisher noch nie so mächtig. Ich frage mich, ob überhaupt eine starke Smile-Teufelsfrüchte noch auftauchen wird. Neben den Smite-Teufelsfrüchten, die heiß begehrt bei Kaido waren, um seinen Plan zu erfüllen, gab es auch noch einen Plan, den Big Mom hatte mit Chisa Clown, und deshalb war er auch bei ihr in der Forschung. Er hat halt die ganzen Gelder ausgenutzt für sich selbst, um seine eigene Forschung voranzutreiben, aber deshalb hat er halt Big Mom versprochen zu forschen, wie man eventuell künstliche Riesen erstellen kann. Das ist eine Sache, die selbst Vegapunk erforscht hat, und bisher scheint es so, als hätten sie keine richtige Lösung dafür gefunden. Wir haben natürlich hier auf Wano Kuni einige Numbers gesehen, die zwar so aussehen wie künstliche Riesen. Man könnte hier sagen, dass die Kinder, die wir damals auf Punk Hazard gesehen haben, eventuell so Testversuche durchgeführt bekommen haben, um halt zu schauen, ob sie dann schlussendlich Riesen werden. Und wenn einer von ihnen dann schlussendlich zu einem Riesen wurde, wurde er zu Onigashima geschickt, um halt als Number dort bei Kaido zu arbeiten, also für ihn sozusagen zu dienen. Und das ist für mich sehr gut vorstellbar. Wir haben zum Beispiel jetzt Smoker und natürlich auch Tashigi, die die Kinder zurückbringen zu Vegapunk, damit er eventuell noch ihr Leben retten kann. Und ich würde es auf jeden Fall echt krass finden, wenn sie dann noch diese Kinder zurück nach Onigashima bringen. Und wenn sie sie zurück nach Onigashima bringen, dass dann Kuina und Smoker auch in diesem Krieg mitkämpfen. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, Leute, sondern das Thema soll sein, welcher Arc denn nach Wano Kuni folgen könnte. Ich denke, die Tür ist offen, dass jetzt hier das Thema Smile-Teufelsfrüchte komplett abgeschlossen wird in diesem Arc, und dass wir dann weitergehen zu der zweiten Thematik, und zwar zu den Riesen. Dass man hier jetzt zu diesem künstlichen Riesenthema kommt, zu den Riesen auf Elbaf rüberspringt, und zwar ist das höchstwahrscheinlich das Territorium von Shanks. Es würde auch Sinn ergeben, wir sind in der Vier-Kaiser-Saga, dass wir jetzt zu Shanks übergehen, der höchstwahrscheinlich sogar das letzte Warp-Hieroglyph haben könnte. Dann könnte man sagen, dass Ruffy nicht mehr weit davon entfernt ist, nach Lovetail zu gelangen. Wenn er dann das letzte Warp Hieroglyph bekommt, dann ist nur noch Blackbeard sein Gegner, der natürlich hinterhältig warten wird. Wenn Ruffy seinen letzten Schritt versucht, dann wird er auftauchen, um Ruffy zu bekämpfen. Und Ruffy ist natürlich in dem Zeitpunkt bereit dafür. Aber was wird denn in diesem Arc um Shanks herum passieren? Auf Elbaf gibt es natürlich sehr viele verschiedene Glaubensrichtungen, aber diese Leute dort glauben an Götter. Wir wissen, Leute, Kriegsgötter, generell ist dort jemand sehr berühmt, und zwar spreche ich hier von keinem geringeren als Thor. Wer von euch die Marvel-Reihe geschaut hat, sollte eventuell Thor kennen. Dieser ist ein Gott und kann natürlich mit Donner und Blitzen spielen, Leute. Er hat diesen einen berühmten Hammer, den wir alle kennen. Und natürlich gibt es hier einen One Piece-Charakter, der natürlich zu solch einem Gott passt. Wir haben natürlich Ene damals auf Skype hier kennengelernt gehabt, der sich selbst auch für einen Gott hält. Er hat auch Fähigkeiten, mit denen er halt Blitze, Donner und so weiter halt alles hervorrufen kann. Er hat nämlich die Donnerfrucht, ist wirklich immens schnell, Leute, kann sogar Leuten einfach die Gedanken ablesen, was einfach eine richtig krasse Fähigkeit ist. Und dieser ist jetzt gerade auf dem Mond gewesen, vor einigen Jahren, nachdem er halt auf Skype ja verloren hatte. Und dort hat er sich eine Roboterarmee zusammengestellt, und mit dieser Armee wird er zurück zum Blaumeer kommen. Vielleicht ist er sogar schon längst auf dem Blaumeer, und ich denke, es könnte zu einem Zusammentreffen zwischen ihm und den Elbernriesen kommen, und die Elbernriesen vergöttern ihn dann. Enel weiß, wie man Gott spielt. Freunde, erinnert euch noch an den Flashback auf Skype ja, wie er es geschafft hat, diese Insel komplett zu erobern innerhalb von Sekunden. Er hat Gunford platt gemacht, und sofort war es so, dass er der Gott über die komplette Insel ist, und jeder hat auf ihn gehört, Freunde. Und das ist eine Fähigkeit, die Enel halt sehr gut beherrscht, und deshalb denke ich, dass er auch bei den Elbernriesen keine Probleme haben wird, sofort hier als Gott aufzutreten und natürlich dann auch die Leute dort zu kontrollieren, sie zu bestrafen und
natürlich für seine Zwecke zu nutzen. Ganz im Ernst, Big Mom hat es schon erwähnt gehabt, das ist die stärkste Streitmacht, die existiert, die stärkste Armee, die man bekommen kann. Und wenn man solch eine Armee hat, kann man es sogar mit Kaisern aufnehmen. Und deshalb wäre es auf jeden Fall passender denn je, wenn er diese Riesen als Verbündete gewinnt. Enel hat dann im Endeffekt zwei große Armeen, einmal voller Roboter und einmal voller Riesen, und das ist natürlich nichts, was man unterschätzen sollte. Ich denke auch, Shanks ist nicht so stark, dass er einfach dorthin geht und alle plättet. Er wird auf jeden Fall einen Krieg gegen Enel starten mit seiner Crew, und dieser Krieg wird sehr schwer sein für Shanks überhaupt an Enel ranzukommen, obwohl Enel natürlich sogar Distanzattacken abfeuern kann und deshalb höchstwahrscheinlich die Hälfte der Crew von Shanks platt macht damit, weil Leute, ganz im Ernst, stellt euch vor, ihr kriegt 30 Millionen Volt ab. Das hält einfach nicht jeder aus. Und ich denke, selbst so Charakter wie zum Beispiel Lucky Luke, wenn sie 200 Millionen Volt abbekommen, dann haben sie auch nichts mehr zu lachen. Die Strohpiratenbande würde auch auf Elbaf auftauchen und natürlich würde Ruffy anfangs versuchen, Shanks zu helfen, aber Shanks würde dann Ruffy sagen, wir sind Feinde und ihn sogar angreifen und sagen, ey, du musst verstehen, dass wir keine normalen Piraten mehr sind, wir sind beides auf einem hohen Level und wir müssen respektvoll gegenüber dem anderen sein und du kannst mir nicht einfach so helfen, das ist ein Krieg, ich bin auch gegen dich und ich denke, das wird dann so ein Drei-Fronten-Krieg sein, also eine Front bildet hier Enel, die andere bildet Shanks und die andere bildet dann halt Ruffy und der Sieger wird dann am Ende noch stehen. Ich würde sagen, hier ist dann auch die beste Möglichkeit, Supernova nochmal einzuführen, die bisher noch nicht in Wano Kuni vorkam, wie zum Beispiel Urush. Urush ist eh gerade dabei, Enel zu verfolgen, weil Enel halt die Stadt Beka komplett zerstört hat. Und es würde für mich Sinn ergeben, dass auch Urush auf dieser Insel auftaucht. Urush ist gerade dabei, alle Himmelsinseln abzuchecken nach Enel und ich denke, es ist einfach sehr wahrscheinlich, dass über Elbaf eine Himmelsinsel liegt. Ihr kennt alle das Märchen von dem Jungen, der einen Baum pflanzt und dieser Baum einfach bis zum Himmel reicht. Dieser Baum ist der Baum von Yggdrasil. Dieser liegt höchstwahrscheinlich in Elbaf und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass oben eine Himmelsinsel existiert. Deshalb muss Urush irgendwann mal nach Elbaf, um Enel zu suchen und dann wird er auch auf diesem Schlachtfeld auftauchen und höchstwahrscheinlich auf der Seite von Ruffy stehen. Im Endeffekt kann es sein, dass er Enel nicht besiegen kann, vielleicht auf ihn trifft und dann besiegt wird und dann Ruffy bittet darum, dass er halt Enel besiegt und Enel ist halt wirklich gegen Ruffy im Nachteil und Ruffy ist halt der Typ, der genau weiß, wie er gegen Enel vorgehen muss. Ob jetzt Enel an Rüstungshaki zugenommen hat, das würde ich mir sehr wünschen, weil sonst ist er in der neuen Welt jetzt nicht wirklich sehr stark, aber wenn er an Rüstungshaki dazu gewonnen hat, damit er hier gegen Ruffy auch einen guten Kampf hinlegen können. Natürlich kann Ruffy in die Zukunft sehen, aber Enel kann dennoch die Gedanken lesen, was wiederum heißt, dass er immer Ruffy einen Schritt voraus ist. Ruffy ist nicht mehr so dumm wie früher, dass er hier seine Gedanken ausschalten kann. So weit ist er nicht mehr. Er ist auf jeden Fall etwas schlauer geworden und ist nicht mehr in der Lage dazu. Deshalb wird er hier gegen Enel kämpfen müssen und sich wieder eine Taktik überlegen müssen, wie er Enel überhaupt besiegen kann. Aber bis er zu Enel kommt, sind auf jeden Fall noch sehr viele Riesen vor seinem Weg und deshalb wird es auf jeden Fall lange dauern, bis er Enel überhaupt erreichen kann. Zudem muss er ja noch gegen die Shanks Piratenbande kämpfen, denn Shanks wird wegen Enel jetzt nicht aufhören, Ruffy anzugreifen. Wir wissen das alle Leute und deshalb wird es ein sehr harter Kampf und Urush, Freunde, passt generell zu diesem Arc wirklich perfekt, denn seine Teufelsrute hat ja irgendwas mit den Riesen zu tun. Er wird ja größer und generell würde es halt meiner Meinung nach auch sehr interessant aussehen, mal Urush gegen Riesen kämpfen zu sehen. Das wäre einfach mal richtig cool. Kaido wird auf jeden Fall auf Wano Kuni besiegt, aber Big Mom ist immer noch ein Rätsel, welches ungelöst bleibt. Sie könnte eventuell auch im Elbaf Arc auftauchen, natürlich gemeinsam mit Katakuri, Cracker und Co. Und natürlich wäre das zudem auch noch ein sehr schönes Wiedersehen zwischen Cracker und natürlich Urush, der besiegt wurde von Cracker, nachdem er Snack besiegt hat. Und ganz im Ernst, es wäre einfach noch ein viel epischerer Arc, wenn wir hier zwei Kaiser anwesend hätten, plus Enel und natürlich auch andere Supernova, die wir noch nicht gesehen haben. Deshalb wäre es sehr, sehr spannend, wenn wir hier zum Beispiel jetzt einen Rückkampf hätten zwischen Urush und Cracker und sehen, wie Cracker gegen Urush verliert. Zudem wäre es mal schön, wieder Katakuri zu sehen und zu schauen, ob er jetzt seine Meinung mal ändert und vielleicht mal Ruffy in einem Krieg unterstützt, obwohl sie vorher auf verschiedenen Seiten standen. Big Mom ist so eine Sache, Freunde. Vielleicht wird Big Mom auch ja nach diesem Arc etwas netter zu Ruffy sein, nachdem sie gesehen hat, dass Ruffy doch etwas
was drauf hat. Nachdem Ruffy Kaido besiegt hat, könnte eventuell Big Mom doch nicht mehr so einen großen Groll gegen Ruffy haben und ihn vielleicht respektieren, so wie zum Beispiel einen Roger. Ich denke mal, Big Mom hatte in gewisser Weise schon Respekt gegenüber Roger, weil dieser der Piratenkönig war, und ich denke, jeder hat den Piratenkönig respektiert. Selbst sein größter Rivale Chiki, der für ihn einen ganzen Krieg gegen die Marine angefangen hat und dabei sogar fast komplett Marineford zerstörte. Ich denke mal, Leute, dieser Arc wird sehr spannend. Was haltet ihr vom Elban Arc? Was schätzt ihr, wird da noch passieren? Ansonsten bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Kuzuku One Piece.